Das finstere Herrschaftssystem, das auf der Erde etabliert ist, muss verschwinden. Seine Zeit ist um. Sie werden darum kämpfen, an der Macht zu bleiben, doch das wird nicht gestattet. Wir von der Galaktischen Föderation wissen genau, was sie brauchen und wo die Prioritäten liegen und dass sie viele kompetente Leute haben, die sich schnell darauf einstellen können. Dies war zu erwarten, da ihre Gedanken durch äußere Einflüsse unterstützt werden, die oft von uns stammen. Durch solche Methoden haben wir sie vorangebracht, indem wir ihnen neue Ideen eingebracht haben. Wenn ihr den Garten eurer Seele anlegt, lädt dies die Anmut und Gnade der Geistwesen dazu ein, in eurem täglichen Leben zu wirken. Diese fokussierte Handlung zeigt euren Wunsch, mitzuerschaffen, was ihr braucht, um eine reichhaltigere Zukunft zu ernten. Die Tag- und Nachtgleiche jedes Jahr mehrmals, ist immer ein Moment des tiefen Gleichgewichts, eine Zeit, um euer Leben neu zu bewerten und um von Neuem zu wählen. Wenn ihr klare Absichten für eure höchstvollmächtige Zukunft pflanzt, wird die Manifestation eurer Träume zu eurer neuen Realität werden. Lasst eure Vorstellungskraft sich erheben, während ihr die magischen Qualitäten hervorbringt, in denen ihr leben möchtet. Indem ihr mit diesem Prozess spielt, kreiert ihr ein Feld unbegrenzten Potenzials in euch und um euch herum. Botschaften der Galaktischen Föderation gibt's auch als Buchform. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Aufgrund der Attacken von YouTube und der Demonetarisierung von Merksam durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. Wenn ihr groß träumt und die Freude darin spürt, wird eure Schwingungsfrequenz angehoben und euer Energiefeld dehnt sich aus. Dadurch können sich Türen öffnen, die ihr nicht für möglich gehalten habt. Es sind euer offener Geist und ein Herz, das nicht durch Zweifel und Selbstkritik belastet ist, was neues Wachstum und Evolution in euer Leben zieht. Wenn ihr den Garten eurer Seele pflanzt, erhaltet ihr große Unterstützung von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, so dass ihr euer Leben auf eine inspiriertere, beflügeltere Weise leben könnt. Wenn ihr euch erlaubt, Teil dieser Co-Kreation zu sein, können alle eure Bedürfnisse in Anmut und Leichtigkeit erfüllt werden. Die Geistwesen der Kreativität stehen zur Verfügung, um bei diesem Projekt mit euch zusammenzuarbeiten, und können euch inspirieren, so dass es Spaß macht. Wenn euer innerer Geist auf diese Weise stimuliert wird, fließt neues Leben in euren Geist und euer Herz und ihr fühlt euch erhoben. Dieser erhöhte Energiefluss zieht mehr Freude an und ihr fühlt euch glücklicher, was wiederum mehr kreative Ideen und ein Gefühl des Wohlbefindens mit sich bringt. Euer Leben wird sich auf überraschende Weise zu verändern beginnen. Wenn ihr seht, dass sich alte Denk- und Handlungsmuster manifestieren und ihr beginnt, euch in problematischen Energien festgefahren zu fühlen, betrachtet sie als Kompost für euren neuen inneren Garten. Bittet die Geistwesen, die in eurem Leben arbeiten, euch dabei zu helfen, dieses Beikraut zu jäten und alte Verhaltensmuster mit göttlichem Licht umzuwandeln. Dies wird helfen, den Garten eurer Seele mit liebevoller Energie zu nähren. Bald werdet ihr die neuen Sprossen anderer Daseinsweisen sehen. Der Garten eurer Seele hat ein erstaunliches Potenzial, euch das Leben zu bringen, das ihr erleben möchtet. Schon die Bereitschaft, euch für neue Gedanken und Verhaltensweisen zu öffnen, zieht Unterstützung von einer Art an, von der ihr nie wusstet, dass sie existiert. Dieser wunderschöne Garten, der in euch gedeiht, wird zu einem Magneten für eure neue Seelengemeinschaft werden, da viele Menschen von eurer inneren Ausgeglichenheit und Freude angezogen werden. Auf diese Weise reichen euer neues Wachstum und der blühende Raum in euch in die Welt hinaus, um sie zu segnen. Wenn euer Garten Früchte trägt, werdet ihr feststellen, dass euer Leben auf reichhaltige Weise genährt wird. Die Begleitung des Himmels erwartet euch, wenn ihr beginnt, diese Samen für euer neues Leben zu pflanzen. Sonnt euch im Sonnenlicht der göttlichen Erhellung und Erleuchtung. Atmet es tief ein und lasst es das neue Wachstum in euch nähren. Wisst, dass die Geistwesen euch freudig dabei helfen werden, die alten Wege auszusortieren, die nicht mehr funktionieren, so dass euer Garten mit neuem Leben gedeihen kann. Ihr seid niemals allein. Ihr werdet geführt, indem ihr euch für eine neue Art des Seins öffnet. Ihr wisst es, die Zeit ist reif für die große Veränderung. Die Krise ist noch nicht vorbei, doch dann kommt das galaktische Licht. Eure Befreiung aus dem Gefängnisplaneten, euer Aufstieg in die 5. Matrix, die große Offenlegung und der Erstkontakt sind nicht mehr in weiter Ferne. Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus,
die syrianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie. Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den syrianischen Worten, Shakara Umsilum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.